Willkommen in Midgard, liebe Leute. Schön, dass ihr vorbeischaut zum Mach Deine Scheiße Tag 2022. Wer das Format noch nicht kennt, es wurde von Pünktlimann ins Leben gerufen. Und an dem Tag soll man all das machen, was man ansonsten ein Jahr schon hat liegen lassen. Das, was ich heute machen will, ist schon wahrscheinlich Jahrzehnte alt. Eher 30 oder 40 Jahre. Die Regenrinne da hinten ist das erste Projekt. Da tropft es die ganze Zeit runter, weil die einfach, könnt ihr wahrscheinlich auch trotz Objektivkrümmung sehen, das ist nicht gerade das Teil. Und das werden wir jetzt erstmal angehen. Zuerst also das ganze Zeug da unten weg, Leiter hinstellen und dann mal gucken, ob wir das Ganze irgendwie gerade machen können, irgendwie hebeln können. Da werde ich dann entscheiden, wenn ich oben bin, was man machen kann. Beim Leiterstellen einfach gucken. Ja, das passt. Vom Fuß bis zum Ellenbogen ungefähr halt, dass man gerade stehen kann daneben. Ja. Weiter soll es nicht sein, damit man einfach, wenn man zu weit oben ist, nicht nach unten kippen kann. Also lieber nicht so flach die Leiter hinstellen, aber auch nicht so steil. Muss man halt gucken, wie es passt. Wie ist hier oben denn die Situation? Das wäre jetzt echt peinlich, wenn was mit der Leiter passiert, gell? Okay. Also hier steht auch das Wasser drin. Wir können gut sehen, woher das Ganze kommt. Aha. Hier haben wir einen Übeltäter. Der könnte ein bisschen weiter hoch. Beziehungsweise runtergedrückt werden halt. Müssen wir nur eine Schraube reinjagen. Da haben wir hier schon mal einen Zentimeter. Dann ist es halt hauptsächlich fest. Aber wir brauchen da noch mehr. So wäre das gerade. Das heißt, da hinten ist das Problem. Wie kommen wir da mit der Leiter hin? Mal probieren. Ich muss ein bisschen runterbiegen auf jeden Fall. Und probieren wir das Ganze einfach mal aus, wie es ohne Leiter liegt. Dann geht's mal in die Mitte der Regenrinne. Ja, und hier geht's ja eigentlich, gell? Achso, ja, Moos ist runterrollt. Kann natürlich auch sowas machen, gell? Okay, verstanden. Getroffen. Daneben. Getroffen natürlich, wow. Okay, Wasser fließt in die Richtung. Ist aber immer nicht gut, gell? Was wird so passieren? Oh, was ist da hier runter? Ja, ich hole mal die Wasserwaage. Aha, da vorne ist das nicht so ein Problem. In dem Bereich. Okay, gut. Sollte hier also so weit passen. Und wieder vorne nicht abfließen. Dann muss es ja vorne der Fehler sein. Hätte ich vielleicht von Anfang an machen sollen. Einfach hier oben direkt die Wasserwaage dran halten. Das Wasser kann auf jeden Fall jetzt abfließen. Besser, aber es fließt nicht ganz ab. Ich muss ja vorne in den Bereich gucken. Ehrlich gesagt, auch keine Ahnung, das Wasser fließt ganz stark fahren. Solange es jetzt nicht mehr, ja? Nicht mehr überläuft. Haben wir hier noch den Übeltäter. Einfach noch ein paar. Ja. Da haben wir einen guten Übeltäter entdeckt. Das ist ein Herrschlamm, als ich dachte. Oh, getroffen. Regen, komm. Fließt. Ja, da vorne ist nochmal Dreck drin. Hol ich einfach raus. Wie kommt das Hand auf? Ah, okay, merke. Abgewaschen. Und läuft bis zum Abschluss. So muss es sein. Genau das soll es hin. Ich meine, nicht perfekt. Aber was will man machen? Und wenn wir gerade schon da sind, das sieht eh scheiße aus. Oder haben wir da oben was drin? Ich glaube nicht. Keine Mitbewohner. Wäre eigentlich ein guter Platz für die. Wäre uns aber noch nicht aufgefallen. So, Abschluss hätte ich gesagt, noch einmal mit ein bisschen Wasser spülen die ganze Geschichte, damit vielleicht noch mal ein bisschen mehr Dreck rausgeht. Der Gartenschlauch bzw. die Pumpe ist ja noch da. Kann man ja direkt machen. Wollen wir zu Wirken draußen?
So, funktioniert alles. Und wenn es ein Gartenschlauch aushält, dann soll es auch die Wassermassen aushalten. Hauptsache, es bleibt nicht stehen, beziehungsweise tropft nicht da hinten die ganze Zeit raus. Und da sieht es eigentlich schon ganz gut aus, muss man sagen. Als nächste Baustelle, die Treppe. Die ist schon seit einigen Jahren gebrochen. Ich weiß auch nicht, seit 5 Jahren mindestens. Keine Ahnung, wahrscheinlich sogar länger. Mit der Wasserwaage auf jeden Fall gut zu sehen und auch der alte Abdruck von der Treppe ist sichtbar. Und das muss auf jeden Fall repariert werden, dass das mal wieder besser... Das ist mal wieder besser. Hier ist hochzugehen sicherer. Und die Steigung ist ja einfach asozial. Die Treppe allgemein hat schon eine ziemlich harte Steigung. Und mit dieser Kante hier nochmal ist es nochmal schlimmer und gefährlicher. Deswegen mal schauen, hoffentlich kann ich es reparieren. Ich hole mal den Akkuschrauber. Wir brauchen auf jeden Fall gutes Holz, sicheres Holz. Der hier wirkt doch eigentlich ziemlich stabil. Von der Länge her sollte er auch passen. Und ich gebe es einfach so ein. Die sind zwar schon etwas ausgebleicht, aber sehen auch gut aus. Passende Schrauben dazu noch und dann kann man loslegen. Und falls noch Zeit bleibt, hier aufräumen. Vielleicht eine Idee. Okay, da. Man erkennt nichts von der Treppe. Man erkennt nicht, wo es durchgebrochen ist. Die Rückbeplankung ist das. Okay, das heißt, ich muss ihn irgendwie zurückdrücken. Und ja. Ich wusste, dass es ein größeres Projekt wird. Ich glaube, ich mache hier erstmal ein bisschen freier. Spitzhacke gefällig. Hey, cool. Noch Pflanzkörbe für den Gartenteich. Kann man auf jeden Fall gebrauchen. Okay. Das Rückbleib hat jetzt noch besten Schrauben. Nein. Gucken wir noch mal drin nach, bevor wir hier irgendwas Unüberlegtes machen. Also, da sehen wir das Brett. Das ist nach unten hin. Okay. Also auf der Höhe geht das Teil raus. Kann man es vielleicht von hier einfach ziehen? Wenn ich unten das Brett festschraube, mal schauen, was dann passiert. Und die Brechstange habe ich natürlich nicht gefunden. Direkt mit dem hier. Der war doch vorher auch schön stabil. Den da drunter zu machen. Nee, das ist vor. Bekommt man das vor. Bekommt man das vor. Nee. Brett. Das ist eh hier schon locker. Come on. Das muss raus. Ah, komm, probieren wir es mal. Die müssen wir wirklich komplett austauschen, darauf habe ich eigentlich keine Lust. Deswegen, ja, sichern wir es auf jeden Fall ab, versuchen es ein bisschen gerader zu bekommen. Das heißt, erstmal mit dem Akkuschrauber da einen von den Balken reinmachen und dann wird er schon. Ah, noch erstmal unten fest. Ja. Das war von der anderen Seite erstmal unterstützen. Das da auf jeden Fall schon so viel gemacht ist, wie geht. Nur wir am besten. Gucken wir mal, was das gebracht hat. Das könnte echt interessant werden. Das sieht gut aus. Schon ein bisschen mehr auf jeden Fall mal gebracht. Dann nehmen wir mal das, was da ist. So. Ich weiß es leider nicht, wo die letzte Aufnahme abgebrochen hat. Allerdings, das hier ist fertig. Und man muss sagen, es ist gleich viel angenehmer hochzulaufen. Man hat nicht mehr diese komische Neigung, diese komische Kuhle. Ich habe die Bretter auch ein bisschen besser reingeklopft. In die Richtung runtergehen ist natürlich immer noch schwierig. Das wird sich aber auch nie ändern. Das Ganze zum Glück durch diesen Balken und eben diese beiden Unterstützer. Ne, ich sage einfach mal, die sind auf jeden Fall stabiler drin. Tun das Ganze noch mal ein bisschen abfedern, dass nicht so viel Druck auf diesen Balken drauf liegt und ja, das klappt. Ist auf jeden Fall repariert und funktioniert. Genauso wie die Regenrinne, also zwei alte Projekte abgeschlossen. Jetzt eine Sache, die vielleicht 5 Jahre alt ist, wer weiß. Wer kennt es nicht, eine Lampe funktioniert nicht. Und weil man es dann nicht so oft braucht,
wechseln das auch nicht aus. Aber jedes Mal hier beim Öltank mit einer Taschenlampe abzulesen, ist ein bisschen dumm, weil hier, wie ihr seht, kommt kein Licht hin. Das heißt, ich brauche eine Taschenlampe. Auf jeden Fall sehr schlau von mir. Ich habe jetzt eine Taschenlampe. Und jetzt gilt es, diese Lampe. Nein, da ist keine Lampe. Da ist eine Lampe, ja, okay. Die auszutauschen. Strom sollte aus sein. Ja, da hat eine Kontrolllampe, der Schalter. Vertrauen wir der mal. Raus mit dir. Spinne wieder weg. Alles ablesen, perfekt. Gut. Das bedeutet, dass wir mit den Sachen, die schon seit Jahren gemacht werden müssen, jetzt auch mal fertig sind. Und jetzt sind es noch ein paar Sachen, die ich selber gerne machen würde. Das. Ein Kompressor, ein Motor. Irgendwas mit Leistung. Warum habe ich nochmal das richtig gemacht? Jetzt sieht man ja wieder alles. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen Platz schaffen für mein Holz, was ich einlagern will, beziehungsweise eingelagert habe, was aber jetzt anfängt zu schimmeln. Und ja, das habe ich doch ein bisschen mehr frei gemacht, als ich wollte. Aber ist ja auch nicht schlecht, wenn man hier ein bisschen aufräumt, alles Stück für Stück, weil die Scheune ist so riesig, das bekommt man nicht alles auf einmal hin. Das heißt, jetzt wird erstmal das Holz geholt. Das ist das Holz der Begierde. Schrott mal runter machen. Da haben wir auch hier wieder ein bisschen mehr Platz. Die Holzscheiben, Kirsche, sind auf jeden Fall auch hübsch. Da weiß ich auch schon, was draus gemacht wird. Genauso wie aus den Hölzern hier. Die sind ein bisschen größer. Ja, der ist noch ziemlich feucht. Soll ich den lieber direkt mit Essig behandeln? Wäre wahrscheinlich schlauer, oder? Dann erstmal mit Essig behandeln und die nach hinten bringen. Ach, sieht das Gehölz geil aus. Das hat echt was. Oh, die andere Seite. Oh ja, das ist schwieriger. Okay. Da. Lehne ich gegen die Wand. Ach, das waren zwei Bäume. Sweet. Sieht das geil aus. Sieht das gut aus. Damit wäre das Holz jetzt erstmal versorgt. Ich hoffe, hier kann es besser trocknen als in dieser Kammer, weil hier geht ein bisschen mehr Wind durch oder mehr Luft durch als da vorne. Ansonsten sieht es auf jeden Fall hier auch besser als da vorne, wo man seltener reingeht. Ansonsten drumherum auch alles schön verstaut, dass wir einfach wieder ein bisschen mehr Platz auf der ganz normalen Fläche haben. Und das heißt, wir können uns das nächste Projekt machen. Die Gudi hat da auch ganz schön gelitten. Schauen wir mal, was drin ist. Ja, halb voll. Und das Dünger benutzt, war wahrscheinlich noch viel vom Ausleeren der Gläser aus dem Keller. Und du Regenwurm, du kommst auch noch ins Bild. Mit dem Gulli war das jetzt eigentlich die letzte Sache, die ich heute auf jeden Fall machen musste. Die Scheune könnte ich zwar auch noch ausräumen, aber die Scheune ist so riesig, da sind so viele Sachen drin. Daraus kann man ein eigenes Video machen, was man da so alles an Schätzchen daraus bergen kann. Mal schauen, was die anderen alle heute getrieben haben. Ich gehe jetzt erstmal was essen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Video.